Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zum neuen Video. Als erstes will ich euch ein kleines Update geben, was ich heute plane. Natürlich gehe ich zuerst mal wieder zur Schule. Und ein kleines bisschen später will ich dann eine klassische Touri-Tour machen mit diesem Reisebus. Und zwar ein kurzer Einblick. Das ist Kapstadt alles. Und ich befinde mich hier mitten in der Innenstadt. Hier ist die Waterfront. Und gestern bin ich mit dem normalen Citybus hier nach Camps Bay gefahren. Und heute will ich mit diesem Hop-On-Hop-Off-Bus eine Tour rings um Kapstadt machen. Das ist die blaue Linie hier. Seht ihr schon? Also der fährt in der Innenstadt los und dann einmal um den Tafelberg herum. Und hier sind auch noch verschiedene Spots, wo man aussteigen kann. Und dann fährt er an der Küste zurück. Und da das sicher abends wird, habe ich hier vielleicht noch einen schönen Blick auf den Sonnenuntergang. Aber wie gesagt, erstmal zur Schule. Vielleicht noch mal ein paar kurze Updates zu Kapstadt. Kapstadt ist nicht Ostafrika, wo ich mich auch abends im Dunkeln unter die Menschen begebe, wo es abends erst richtig gemütlich wird, wo das Leben auf der Straße beginnt. Hier ist das Leben am Tage. Und zwar, wenn ich jetzt zur Schule gehe, wird gerade alles aufgebaut, die Märkte und die Menschen sind unterwegs und busy. Und wenn ich nachher um 4 Feierabend habe in der Schule, dann fangen sie schon an abzubauen. Also selbst die Supermärkte machen um 18 Uhr zu und alles rennt nach Hause. Ich habe gestern Abend mal probiert, so ein bisschen gemütlich durch die Straßen zu schlendern in der Dunkelheit. Habe alles hier im Hostel gelassen, Kreditkarte, Geld, sodass ich gar nichts dabei hatte, nicht mal mein Telefon. Und bin so ein bisschen rumgeschlendert. Das war schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen, für mich. Alle Leute sind nach Hause geeilt, die man so gesehen hat. Und immer wieder, also wirklich in jeder Straße mehrmals, wurde ich angesprochen, angebettelt. Und ich bin dann einfach auch wieder schnell ins Hostel zurück. Ja, also das Nightlife, Night Market und andere Sachen findet ihr hier nicht, wenn ihr abends los wollt. Dann müsst ihr euch ein anderes Land aussuchen. Die Schule ist aus und jetzt mache ich gleich die große Stadtrundfahrt. Aber zuerst gibt es noch was ganz Leckeres. Kalamari habe ich mir geholt. Und in 10 Minuten kommt der Bus. Dann nehme ich euch mit. Das sind Kalamaris und Pommes. Das hat 3 Euro gekostet. Atemberaubend, diesen Tafelberg zu sehen. Seht ihr dort an der Ecke die Meisterwerke der Straßenkünstler? Dort unten könnt ihr sie kaufen. So, hier ist die erste Hop-Off-Stelle Kirstenbosch.
wir an der zweiten Haltestelle angelangt, und zwar in Constantia. Das ist ein uraltes Weingut hier in Kapstadt. Zwischen den Weinreben wurden Rosen gepflanzt. Das hat den Grund, wenn die Rosen von Schädlingen befallen werden, dann sieht das der Weinbauer und kann sofort handeln, bevor die Weinreben in Mitleidenschaft geraten. Ich bin jetzt im ältesten Weingut hier in Kapstadt und ja, wir halten hier kurz und ich glaube, nächste Station steige ich dann aus. Heute gehört Constantia einer Treuhandgesellschaft. Die nächste Station nach Constantia wäre die World of Birds. Die nächste Station ist das Imisamujeto Township. Hier will ich mir die sozialen Projekte anschauen, denn hier an meiner englischen Schule sind viele Sozialarbeiter, die hier im Township tätig sind. Und ja, die will ich einfach mal besuchen. Hier im Township leben ca. 50.000 Einwohner und es gehört zum Kapstädter Vorort Out Bay. Die meisten Menschen leben größtenteils in winzigen Wellblechhütten, die Regen und Hitze nicht abhalten. Manche haben illegale abenteuerliche Anschlüsse, Zugang zu Strom. Fließend Wasser gibt es an sogenannten kommunalen Taps. Das sind so Wasserhähne, die sind überall im Township verteilt. In der Nähe der Wasserhähne habe ich auch Toiletten gesehen. Das sind Art Dixie-Toiletten oder Chemieklos, würde man in Deutschland sagen. Duschen sind ebenfalls kommunal. Aber Hygiene und Sauberkeit sind wirklich ein Problem. Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Gewalt spielen leider auch hier eine große Rolle. Und die kleinen Kinder mittendrin. Where you come from? Germany. Right. Germany. Germany. Oh. Soziale Projekte werden hier hauptsächlich auch von der Kirche angeboten. Hier ist ein Tanzworkshop für Jungs und Mädels am Nachmittag. Es geht weiter. Wie ihr seht, Friseur ist nicht mehr nötig. Das macht der Wind. Der nächste Halt wäre Marina's Wharf in Out Bay. Es ist wieder sehr windig, denn ich bin am Out Bay. Ja, hier ist ein sehr bekannter Hafen. Und der Tafelberg. Der Tafelberg von hinten sieht ganz anders aus als von vorne. Von vorne sieht man mehr so Stein und von hinten ist viel Vegetation zu sehen. Jetzt will ich mal schauen, ob ich leckeren frischen Fisch finden kann. Hier könnt ihr mal die Preise sehen, also super, super günstig alles. Auf jeden Fall auch Kaffee sehr zu empfehlen. Eis ist fast genauso teuer wie Kaffee, eine Kugel. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Eine tote Robbe. Ich habe bei Titanic mitgespielt, das Schiff ist gerade gesunken. Es ist aber nicht gegen einen Eisberg geprallt, sondern gegen einen Felsen. Auf sowas stehe ich ja nun absolut gar nicht. Die Landschaft hier auf der Rückseite des Tafelbergs ist mega. Die Berge, hier ist der Tafelberg und die Palmen. Weiter geht's. Nächste Station wäre Kemp's Bay. Strand Kapstadt. Musik.
sind in Camps Bay angekommen, ein wunderschöner Strand. Allerdings so ein bisschen High Society, so ein kleines bisschen Hollywood von Kapstadt. Point angekommen. Das ist hier praktisch hier wohnen im Hochhaus und hier ist das Meer. An der Promenade eine echt große Mauer, weil wenn es stürmt, dann kommt es hier rüber. Hier in Sea Point sieht man mega viele Menschen Sport treiben. Das hat den Grund, die haben alle ein kleines Apartment dort und wollen sich halt bewegen. Und darum machen die hier auf dem Rasen Yoga oder die joggen, fahren Fahrrad, Strandspaziergang und so weiter. Da ist der Lion's Head und hier haben wir neulich zum Sonnenuntergang gesessen. So, jetzt hole ich mir eine Acai-Welle hier direkt am Meer. Erstmal meine Acai-Bowl hier am Strand und guck mal, was die da hinten sammeln. Da sind so ein paar Locals, die sammeln irgendwas. Hier ist so ein kleiner Pool im Meer, wo man sich ein bisschen erfrischen kann. Meine letzte Station. Ich steige jetzt hier in den Bus wieder ein und dann geht's ab zurück nach Kapstadt. Let's go! Tschüss, Sea Point! Da hinten, diese Insel, das ist Robben Island, wo Nelson Mandela saß. Da ist das Stadion von der Fußball-WM. Das ist der Greenpoint-Leuchtturm und sein Licht wird 25 Kilometer weit gesehen. Hier gibt es übrigens auch Blitzer. Ich habe schon ganz viele gesehen hier in Kapstadt. Da ist nochmal das Kapstadt-Stadion. Es ist nicht nur ein Sportstadion, sondern auch ein Jetzt sind wir an der Waterfront. Hier waren wir ja vor 2 Wochen schon mal.
ist das Aquarium. Der Signal Hill heißt übrigens Signal Hill, weil früher, wo es noch kein GPS und so weiter gab, wurde jeden Tag um 12 Uhr eine Kanone als Signal für die Schifffahrt abgefeuert. Darum heißt der Berg Signal Hill. Das ist das internationale Kongresszentrum von Kapstadt. Es wurde 2003 eröffnet. Es werden dort Konzerte und Messen und so weiter veranstaltet. Das war hier übrigens alles mal Wasser. Das wurde dem Meer abgewonnen. Hat euch das Video heute gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach auf Abonnieren klicken. Bis nächste Woche.